Wieso? Weil der mehrere Millionen hatte. Lol. Wir haben den, glaube ich, auf 10, ja, wir haben ihn auf 10 Millionen gebracht. Warte, nicht RSV, du Nee, meinst Amor, Abwehr. Amor, ja. Abwehr, Amor. ja, davon ab, da habe ich auch, Nee. aber das heißt, wie heißt das nochmal? Nicht Abhärtung, sondern, oh, verdammt, ich spiele das doch die ganze Zeit. Aber ich weiß, was du meinst. Da habe ich auch so sechs, in der, also wenn ich so rumlaufe, habe ich, ich glaube 76 Millionen. Wenn ich kämpfe, habe ich über 200 Millionen. Na gut, sagen wir es so, wir haben dann. Aber Ah, wir haben in der jetzt mal. Gruppe kriegt man heutzutage so eine Milliarde hin. Ja, wir haben auf höchste Monster, also wir haben auf höchste Stufe gespielt. Höchste Schwierigkeits. Also einfach nur einmal kurz hochgestellt. Weil wir wollten was gucken, wie lange er in der Mob-Gruppe überlebt. Problem ist, er ist auch komplett auf Dornenschaden gegangen. Ja, es war damals nicht so gut. Das haben sie erst gebufft. Ja, aber trotzdem, wir kamen dann irgendwie, sind dann irgendwann mal weggegangen, oder zuerst mal zum Durchgang kam Witter. Lagen auf einmal diese riesige Mob-Gruppe. Wir haben ein komplettes Gebiet gepult. Und lag auf einmal tot rum. Er hat kaum Leben verloren. Und hat dann einfach alles durch den scheiß Dornenschaden weggehauen. Das ist scheiße, wenn er dann auf Inferno 8 ist, glaube ich, höchste, ne? Inzwischen 10, aber damals war es 7. Es gibt wieder Inferno 10. Okay. Ja, das ist ja jetzt Qual. Ja. Was für ein Inferno? Na? Bitte? Was für nicht in Inferno? Inferno war ganz früher mal der höchste Das war Schwierigkeitsgrad. noch, das war noch, da gab's den Crusader noch gar nicht. Ja, das, ja, stimmt, das war zu Vanilla-Zeiten. Dann haben die ja mit dem Addon ja Qual eingeführt. Und das Finde ich scheiße, dass gut. die. Ja. Ich, also. Jeder kann jetzt so spielen, wie er will. Also, ich spiele die ganze Zeit auf Qual 10 und wenn ich. Weißt du, wo ich. Das Tollste ist ja noch nicht das Schwierigste. Weißt du, wo ich so ein bisschen enttäuscht war? Was denn? Season, also so einen Monat nach Season. Was von der ersten Season? Gut. Hab dann mit dem Monk aus unserem Clan gespielt zusammen. Ja. Ja gut, wie normal auch, halt ungefähr nach 30 Minuten Max Level. Wir haben 2,5 bis 3 Stunden gespielt und haben dann auf Qual 5 oder so gespielt. Qual 5 oder Qual 6 und ich habe einfach teilweise die Elite-Viecher immer noch gewonnen, wenn die halt nicht mehr Leben hatten. Ist ja auch nicht besonders hoch, Qual 5. Aber das ist Sie ja auch nicht, geht's. das ist ja auch Sie nicht das ging's. Endgame. Dieses, man darf nicht da, man darf nicht denken, okay, ich spiele jetzt auf Qual 10 und das ist das Schwierigste. Das ist nicht das, es ist nicht der, sagen wir mal, den Endgame-Content im Diablo Ja. mehr. Endgame-Content in Diablo ist Farm. Endgame-Content ist Farmen und ist große Nephalem-Portale. Ja, Und große definitiv. Nephalem-Portale kannst, die kannst du ja einstellen bis, oh, weiß ich nicht, über 100, über Ja, 150. ja. Und Die ich hänge Portale momentan waren auch nicht so bei schwer. 62. Ja. Ach ja, aber ich find's geil, Leite tierisch abgefuckt hab und wo der dann halt für eine Woche AFK gegangen ist. Ne, warte mal, noch nicht mal genug. Der ist, also ich war halt bei meinem Clanleiter und gut, wir haben halt Diablo 3 gezockt. Und ich habe dann halt irgendwann mal meine gesamten Bloodshards ausgegeben. Weil ich unbedingt endlich mal mein eines Set voll bekommen wollte. Ja gut, in Bloodshards kriegt ja ziemlich oft gelbe Sachen. Meistens. Ja. Bei mir ging das dann so. Das war die Bloodshards, die ich ausgegeben habe. Da kriegst du noch Legendary, Legendary, Legendary Set, Legendary, Legendary Set, 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 Legendary, Legendary. Oh, krass. Ich kam dann da raus und hatte drei Sets komplett. Der guckt mich an, fragt, und? Hast du es bekommen, was du gebraucht hast? Ja, ich habe jetzt außerdem noch drei weitere Sets komplett.
Ich finde, ich... Du verarschst mich. Oder? Erste Season... Nö. Also inzwischen ist Diablo auf jeden Fall auch noch besser geworden. Noch ja. besser. Ja. Weil, weil sie ja jetzt noch die uralten Sachen eingebaut ja. haben. Ich fand aber die Reaktion dann von meinem Clanleiter so geil. Der wollte mir erst nicht... Bin halt alle getroppt. Lol. Guckt sich das an. Geht zu mir rüber, guckt auf mein Bildschirm. Geht raus. Ich höre nur noch, wie seine Autotür zugeht und er mit dem Auto wegfährt. Okay. Ich war bei ihm. Und er steigt dann einfach ins Auto ein, fährt weg. Kommt dann so nach 5-6 Stunden wieder. What the fuck? Der war halt hier. Da, seitdem man diese Bloodshots hat und die eintauschen kann, hat es ja nur ein einziges Mal ein Legendary rausbekommen, das war Crap. Okay. Ja, das haben sie inzwischen ja auch erhöht. Ja, ich fand das aber am Anfang schon extrem, wie oft ich da teilweise Legendaries bekommen habe. Ja, es ist... Oder Set halt. Das ist trotzdem, es ist immer noch schwierig, weil... Also, nicht schwierig, sondern... Ja, es muss das richtige Set-Teil sein, es muss das richtige Teil sein. Da muss ich die richtigen Werte haben, und es muss die richtigen Werte haben. Und dann kann es noch uralt sein. Ja. Also... Und inzwischen kannst du ja sogar uralte Sachen aufwerten. Mit Edelsteinen besser, finde ich auch cool. Ja. Was ich so ein bisschen frustrierend fand, den Pap, den ist seit Vanilla, der Papa, den ich seit Vanilla Diablo hat, ja. War im Endeffekt schlechter als der Monk, den ich seit 3 Stunden hatte. Ich hab meinen Barbar auch noch. Ja, scheiße, ist halt mein Barbar anfangs Ausblick und will. Und gut. Der Wirbelwind-Barbar geht doch inzwischen wieder. Echt, der geht wieder? Ja. Also recken die Wirbelstürme wieder die Wut. Die haben ein Set dafür eingeführt. Ah, da ist ein Set dafür, okay. Also, mit denen kannst du gut farmen, auf jeden Fall. Ja, der ist übelst geil zum Farmen. Hatte ich den, ja. Ich hatte ja damals den Vanilla auch einen Wirbelwind-Barbaren. Vanilla hatte auch einen Wirbelwind-Barbaren. Den hatte ich ja auch gespielt, den Barbaren in Vanilla. Weißt du, was uns irgendwann als Farmgebiet das Pony-Level ausgesucht. Okay. Weil bei jedem Run durch das Pony-Level hat jeder bei uns aus der Gruppe so 4-5 Legendaries bekommen. Ich hab meistens Akt 3 gefarmt. Das ist eine geile Ausbeute. Behalten wir mal bei. Nur noch ungefähr Pony Level. Kannst du dir vorstellen, ne? Ja. Nee, ich hab immer in Akt 3 gefarmt. Ja, war ungefähr. Was ich so ätzend fand, war die Keywords abzufarmen. Die was? Die Schlüsselhüter. Ah, ja. Und vor allem, wie scheiße ist. Ja, aber was ich so scheiße fand. Wir haben 7-mal nacheinander dasselbe Portal bekommen. Nein. Und 7-mal nacheinander war ich der Einzige, dem das Legendary nicht getroffen ist. Fand ich zum Kotzen. Vor allem war es einmal scheiße, weil damals gab es ja noch die Monsterstufen. Ja. Monsterstufe 10 eingestellt. Möglichst hohes Tropfglück haben. Gut, wir waren. Ich dachte ja, scheiße. Machen wir das Spiel halt offen und hoffen, dass halt noch einer kommt, mit dem wir es machen können. Gut, kam dann einer mit dem Paragon-Level über 2000 rein. Hast du das. Ist jetzt. Nicht wirklich wahr, oh, oder? Fuck, der hat den schon wieder. Paragon Level war in Vanilla gecapped auf 100. Nein. Doch. Nein, selbst ich hatte den Vanilla. Ich bin bei dem Addon. Das haben sie erst mit Reaper of Souls Open End gemacht. Nein, ich hatte schon bei Reaper of Souls, vor Reaper of Souls über 100. Das war vorher gecapped? Ich hatte aber vor Reaper of Souls ein paar Level über 100.
Kann nicht sein. Okay, dann verwechsel ich gerade irgendwas. Verwechselst auf jeden Fall was. Und außerdem ja. 2000 kann auch nicht sein, weil erst mit Reaper of Soul der erste Tausender überhaupt kam. Hm. Okay, dann bin ich gerade echt durcheinander. Da kommt der 2000er doch erst in Reaper of Souls. Gruppe. Das war ja ganz groß. Zig hundert YouTube-Videos gab es. Erster Paragon 1000 und Dings hier, wie heißt jetzt? Buffed hat auch davon berichtet. Okay, Gamer-Bild. Ich mit einem anderen Typen. Auf jeden Fall Typ übelst krass. Ja, ich weiß, was in die Scheiße war. Was bei denn? Den Überbossen. Ich durfte bei einem Überboss die Portale, solange du ja mit deiner Gruppe drin bist, geht das Portal ja nicht zu. Ihr werdet ja auch nicht rausgeworfen. Mhm. Ich bin einmal über eine halbe Stunde im Bab im Kreis gerannt, weil alle anderen drei aus meiner Gruppe tot waren. Mhm. Ich bin eine halbe Stunde im Kreis gerannt, bis ich nicht mal einen von ihnen wiederbelebt hatte. Das Witzige ist, er steht auf, wird erwischt, fällt tot um. Voll. Ja. Die Überbosse sind viel zu einfach geworden. Früher waren die schön, wenn du die auf Monsterstufe 10 klatschen wolltest. Das war ja scheiße schwer. Nee, zwischen Digi. Aber das ist ja auch nicht mehr der Endcontent. Das war ja in Diablo 3 irgendwie der Endcontent. Überbosse. Ja, die Überbosse haben auch nur gemacht, damit wir uns schneller Charaktere hochziehen können. Mit dem Höllenfeuerring. Ja. Das fand ich schon auch so scheiße, als die Xbox-Version rauskam. Weil die haben ja dann nochmal. Die Vorbesteller oder so, die haben ja dann. Kommen, was eigentlich genauso war wie der Höllenfeuerring. Okay. Ja, die Konsolenspiele, die haben dann noch irgend so eine Krone oder sowas hinterhergeworfen bekommen, was ihnen halt auch nochmal Erfahrungsbonus, Damage Boost und all sowas bringt. Ich finde ja, das Höllenfeuer-Amulett ist inzwischen viel sexier. Was gibt's? Höllenfeuer-Amulett. Gibt es inzwischen. Und das ist wirklich geil, weil das Ding, das gibt dir eine zusätzliche passive Fähigkeit. Und welche? Von deiner Klasse. Ah. Ist zufällig, welche drauf ist. Das ist cool. Und das Geile ist, da kannst du, wenn du dann, bei meinem Paladin habe ich zum Beispiel, ich in meinem Bild ist zum Beispiel, dass ich normalerweise eine Passive habe, dass ich nicht mehr ausweiche, aber dafür 30% mehr Blocken habe, ne? Ja. Die konnte ich austauschen, weil ich die auf den Höllenfeuer-Amulett habe. Was ich auch so schön fand, dieses, mit dem Bart, dieses Uran-Set. Oh. Ja. Das war dann so schön, Uran davon gehabt. Dass die Uran halt nicht mehr sterben können. Eingenommen, dass die Uran erst verschwinden, wenn sie sterben. Hat die unsterblichen Uran auf dem Feld. Und ja. Ist auch sehr beliebt heutzutage, die Uran. Ja, weil ich habe halt Hammerbarb gespielt und hatte kein. Also was man heutzutage spielt, ist es gibt den Leap-Barbaren, den Wirbelwind-Barbaren, also wir fallen jetzt gerade drei Barbaren ein, den Leap, den Wirbelwind-Barbaren und den Hota. Helm of the Ancient. Der Hota-Barbar ist sehr beliebt in Gruppen. Ja, ja gut, ich habe halt den Hammer-Barb gespielt, also mit Hammer der Urahn. Ja. Helm of the Ancient, Hammer der Urahn. Das war sehr, sehr schön. Was halt scheiße ist, mir ist Aschemantel nicht getroppt. Ich habe halt auf Feuer gespielt. Ah. Mir ist einfach kein perfekter Aschemantel getroppt. Dafür ist mir diese scheiß Axt dreimal getroppt. So? Jaja, diese scheiß Axt, die dir extra Feuerschaden gibt. Feuerschaden? Ja, es gibt eine Axt, die bei dem Hammerbarb, wenn du den auf Feuer spielst, die dann halt da zum Set fest dazugehört. Ah, warte, ja, genau. Ja, ja. Ist das nicht eine Hammer? Scheiß Axt.
Akto oder Hammer? Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, das ist ein Hammer. Wenn das Z-Teil ist, ist es ein Hammer. Nein, das ist kein Z-Teil. Achso, ja, gut. Das ist ein Legendary. Und dieses Scheißteil ist mir dreimal nacheinander gedroppt. Okay. Da habe ich es kotzen bekommen, weil mir einfach kein scheiß Aschenmantel getroppt ist, aber die Dreckswaffe dreimal. Und die mein Kumpel gegeben hat, weil der halt, den ist halt in den ersten 20 Minuten ist ihm dieses scheiß Ding getroffen. Ich hab's halt geportet, der ist mir gegeben. 2 Stunden später droppen mir selbst 3 Stück davon, alle sind beschissen als die er mir gegeben hat. Und das Witzige ist, auf die er mir gegeben hat, ich hatte die halt noch nicht, hätte halt noch nicht die Intelligenz weggerollt. Hm? Die Ausdauer. Oder nee, warte mal, was braucht der Monk nochmal? Willenskraft. Beweglichkeit. Beweglichkeit, stimmt. Und ich hatte die Beweglichkeit noch nicht weggerollt. Und dieses Scheißding war trotzdem besser als die 3, die ich gefunden habe. Da war keine Stärke drauf, sondern Beweglichkeit. Und das Ding hat mir trotzdem mehr gegeben als die anderen 3. Was mich bei Diablo immer stört, ist, was ich da. Angeblich ist das so schön übersichtlich. Man sieht, wenn der Schaden erhöht wird, man sieht, wenn die Verteidigung erhöht wird, man sieht, wenn der Lebensdinger erhöht wird. Ja, scheiße ist. Du brauchst bei manchen Builds überhaupt gar nicht darauf achten, dass bei dir, was weiß ich, wie viel 100.000 Schaden steht, sondern der Schaden kommt von anderen Quellen, der dir natürlich nicht angezeigt wird. Ja. Das ist totaler Quatsch, warum wird einer der Schaden überhaupt Elementschaden wird dir nur angezeigt, wenn du dann noch eine Taste drückst, wenn du gerade wegleist. Bitte? Elementschaden wird dir auch nur angezeigt, wenn du dieses andere Menü da öffnest. Oder die genauere Übersicht hast. Und da finde ich schade, dass sie sowas nicht sowas wie bei, Heroes of the Storm einbauen. Und zwar gibt es bei Heroes of the Storm, wenn du in Üben gehst, dann gibt es da eine Damage-Gruppe. Und wenn du da drauf haust, wird bitte die DPS angezeigt. Warte mal, gab es da nicht auch noch diese Trainingsgruppenscheuchen in Diablo 3? Nee. Soweit ich weiß nicht. Zitadelle? Was? Trainingspunkte? Nee, halt. Die haben nur 3? Nee, halt. Falsches Spiel, sorry. Ich hab beim falschen Spiel. Finde ich auf jeden Fall eine Sache, die noch einbauen könnten. So, dass man... Austesten kann. So eine Damage-Puppe. Damit man seine wirkliche DPS sieht. Also, es ist nicht die wirkliche DPS, weil manche... Weil das geht schon wieder aufs Problem, weil manche Builds arbeiten darauf, dass mehrere Gegner in der Nähe sind oder dass manche Builds arbeiten darauf, dass du, wie zum Beispiel ich, also mit meinen Dornenschaden wird der DPS halt nicht angezeigt, kann dann nicht angezeigt werden, weil ich ja nur die Angriffe drauf machen kann. Ja. Und ich mache mehr Schaden, wenn mehr Gegner mich angreifen. Was ich auch ziemlich witzig fand, unser Monk aus unserem Clan, der hat sich mal selbst gewonnen-hittet. Ah, ja, Schadenreflexion. Schadenreflexion. Normalerweise, okay, Schadenreflexion. Mit meinem Barb, mit meinem Hammerbarb, wenn ich gekrittet habe, habe ich 4 Schläge von mir selbst ausgehalten, da war ich tot, einfach weil ich so viel Leben und Rüstung hatte. So, was war bei unserem Monk? Plagte 7 Fäuste, der erste Treffer fällt sofort um. Leute. Und wenn er gekrittet hat, hat ein Auto von ihm gerast. Wenn er den Schaden reflektiert hat. Was haben sie heutzutage auch gekappt? Ja, der hat aber einfach so viel Schaden gemacht. Aber ich kennst du eigentlich so das neue Dorn-Set? Ja. Hä? Kennst du das? Ich hab den in dem Moment so tierisch ausgelacht. Finde ich Gott. Das neue Dornen-Set, kennst du das? Ne, ich kenne nur das alte vom Barb. Das Dornen-Set vom Crusader ist momentan so, genau, das ist richtig cool. Und zwar, 2er-Z-Bonus ist, dass dein Dornenschaden auf alle Gegner in 15 Meter Reichweite übertragen wird. Das heißt, wenn dich ein Gegner angreift, kriegen alle Gegner in 15 Meter Reichweite Schaden. Der 4er-Bonus ist, dass wenn du Meteor, die Meteoriten, wie heißt der nochmal? Bombardment. Ich weiß, wenn du Bombardment benutzt, dass du 50% mehr aushältst. Also mehr Schadensreduktion hast.
oder weniger Schaden kriegst, 50% weniger Schaden kriegst du. Das coole ist, ich habe einen Gürtel, der alle 7 Sekunden lang Bombardment raushaut. Und der Skill hält 20 Sekunden, der Buff. Ja. Das heißt, ich habe den permanent. Ich finde so Set, so Gegenstände, die dann irgendeinen anderen Skill von dir hervorrufen, immer geil. Wie zum Beispiel, ich hatte einmal die. Es gibt ja so ein Barbaren-Item, was dann die Uhr anbeschwört. In der gewissen Wahrscheinlichkeit. Und dann hatte ich halt den Set-Bonus, ob die Uhr an nicht sterben können. Und das 6er Z-Bonus ist auch cool. Was hat der als 6er? Bitte? 6er Z-Bonus? Der ist auch cool. Der macht, dass du der erste Schlag, der auf einen Gegner kommt, dass der 600% deines Dornenschadens macht. Hm. Das heißt mal mehrere Milliarden. Ja. Boah, ich fand das auch so. Also, als es noch diese Cooldown Reduction gab. Die was? Nicht Cooldown Reduction, Mana. Dass du halt, wenn die Gegner das Mana wiederherstellst. Ja, das geht momentan eigentlich auch noch. Das haben die auch mal eine Zeit lang rausgenommen. Also diese, dass du durch Items, nee, halt nicht, dass wenn du Gegner triffst, dass du durch Zeit so und so viel Prozent Mana-Regeneration hast. So. Kumpel von mir dazu zu Classic-Zeiten, hat er sich dann halt, ja, ein komplettes Set davon zugelegt. Als Witch Dog. Hm? Gut, er war der erste von uns, der über 100 Millionen DPS hatte. War glaube ich 100 Millionen, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war der von uns mit dem höchsten DPS. Wir sind zu Diablo gegangen. Cutscene zu Ende, Zombie-Band. Nächste Phase. Cutscene vorbei, Zombie-Band. Nächste Phase, Zombie-Band. Ah, Zombie-Band. Ja. Wir haben den gesamten Diablo-Kampf, weil er einfach nicht umgehen konnte. Eine Minute gebraucht, höchstens. Ungefähr 30 Sekunden haben wir gebraucht, dann war der tot. Mit Cutscenes ein bisschen länger. Was momentan sehr stark ist, ist das Licht-Set. Okay. Das sind zwei Ringe, die verursachen das, wenn die Ringe dein einziges Set sind, das du trägst, machst du 100% mehr Schaden und kriegst 4% weniger Schaden. Hast 40% mehr Resi. Und das nutzen momentan sehr viele Leute aus, weil das ist einfach, das ist in Verbindung mit verschiedenen Legendaries, mit den unterschiedlichen Builds ist das wirklich Hammer. Crusader können momentan Greater Rift 85 bauen. Mit dem Set. Oh Gott, was mich so ein bisschen angekotzt hat, ist dieser eine Bonus von vom Add-on, diese eine Abstufung von der Version, wo du dann dieses seltene Item hast, womit du diesen Knochenhund beschwören kannst. Was? Ach, dieses eine, Collect Edition, wo du dann diesen Drecksknochenhund beschwören kannst. Kenn ich nicht. Da kriegst du so ein Item, damit kannst du so einen Knochenhund beschwören. Achso. Es gab da halt aber so einen witzigen Bug, wenn du den Hund beschworen hast, das Item verkauft hast und wieder zurückgekauft hast, konntest du es wieder einsetzen. Das konntest du dann endlich viele Hunde machen. Okay. Das haben dann zwei bei uns in der Gruppe gemacht, irgendwann sind unsere Rechner dann. Also irgendwann hat sich halt das Spiel komplett aufgehoben bei allen von uns, weil viel zu viele Hunde da waren. Okay. Die haben die gesamte. Zu viele Hunde, wir können sie nicht aufhalten! Die haben die gesamte Zitadelle mit diesen scheiß Knochenhunden geflutet. Okay. Der gesamte Zitadellenplatz drin bis mit den NPCs sind komplett voll mit den Hunden. Hab ich so das Kotzen bekommen, ey. Du siehst überall nur diese blau leuchtenden Dreckshunde. Ach ja. Nee.
Also, die haben Diablo schon voll gemacht, irgendwie verbessert, weil du kannst, du hast immer noch das, du bist zwar immer noch die ganze Zeit am, du bist immer noch die ganze Zeit am Farmen, weil du halt möglichst die besten uralten Gegenstände haben möchtest. Uralten Gegenstände sind halt so, naja, war halt sau selten, aber die richtigen Gegenstände sind halt sau selten. Ja, aber das ist also das, was mich an Diablo und an WoW stört. Du bist immer nur noch mit Farmen beschäftigt. Ja, aber das ist halt Diablo. Was sollst du denn sonst machen? Ah. Das war schon immer Diablo. Du hast die ganze Zeit gelevelt und gefarmt. Mhm. Aber ich würde sagen, klasse, Diablo 3 geholt. Meine Kumpels hatten es da alle schon. Und die so, ja. Die dann so, ja, kommen jetzt ziemlich hoch, okay. Ich wollte eigentlich was von der Story mitbekommen. Die haben mich immer dazu überredet, dass ich die Cutscene sofort überspringe. Ja, ich das war aber, du hättest alleine spielen müssen. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich eine Ahnung, um was es in Diablo 3 ging. Außer mit dem Körper von seiner Tochter. Was? Diese Lea oder wie auch immer die heißt. Das ist die Nichte. Nichte, auch gut. Ja, wenn der was regelt, dann mit dem Körper wird er... Nichte, was heißt... Ja, genau, Nichte. Der hat keine Frauen. Ja, weshalb Diablo dann seine Gestalt Titten hatte. Du hast nicht erfahren, dass sie Diablo war? Das habe ich erfahren, aber nur, wenn das ein Kind gesagt hat.